Ja, in den letzten beiden Videos habe ich euch zum einen erzählt, wie es zu meinem Künstlernamen Urvertrauen kam, dann wie es zu der Sonnenblume kam und heute erzähle ich euch, wie ich zu dem Slogan kam, Urvertrauen, Musik mit Happy End. Ich habe echt lange nach einem Slogan gesucht, der irgendwie passt, der irgendwie auch zu meinen Texten passt und zu dem, was ich tue. Und dann habe ich bei YouTube eine Show gesehen von Paul Panzer. Und zwar sein Programm, ich meine, das war Glücksritter. Und dann erzählt er irgendwann an so einer Stelle, vergleicht er Friseurpreise von Männern und Frauen. Und von wegen, dass Frauen viel mehr zahlen und wie viel Männer denn zahlen beim Friseur. Und der eine sagt irgendwie dann so, ja, 10 Euro, der andere 15, der andere 20. Und dann sagt Paul Panzer auf einmal bei einer höheren Summe so zu dem Mann, naja, das war jetzt aber schon mit Happy End, oder? Und ich musste so lachen dabei, weil er meinte natürlich ein anderes Happy End, als ich meinte. Aber habe irgendwie gedacht so, bam, das ist es. Urvertrauen, Musik mit Happy End. Das heißt, egal, die ganzen Texte, die ich schreibe und die ganze Musik, die ich mache, die ganzen Sachen habe ich ja selber erlebt. Und die sind nun mal auch ein bisschen heftig, logischerweise. Aber am Ende hat es ein Happy End, weil am Ende möchte ich, dass alles gut wird. Und ich habe immer irgendwie so am Ende meiner Songs dieses Licht am Ende des Tunnels, egal wie schlimm es am Anfang ist. Und deswegen fand ich Musik mit Happy End einfach, ja, einfach passend. Also danke an Paul Panzer und ja, in diesem Sinne, bis bald. Tschüss.